Uns in Koblenz ist bewusst, dass es Deutschland nur gut geht, wenn es Europa gut geht. Der eigentliche Geburtstag, den wir heute feiern, nämlich den Geburtstag der Charta der Menschenrechte, das ist wirklich der Wesen Europa. Es geht nicht nur um Handel und Wandel. Es geht auch um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Und der wichtigste Artikel der Charta ist die Menschenwürde. Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist gegen Rassismus und Nationalismus und für vereinte europäische Staaten, in denen die Menschenrechte was zählen. Und weil das so ist, habe ich also nun gerne Ja gesagt dazu, für diesen virtuellen Augenblick das deutsche Act zum europäischen Act zu machen. Und das wollen wir auch symbolisieren durch die neue Fahne Europas, die jetzt hier gehisst wird. Wo? Am deutschen Eck in Koblenz, einer europäischen Stadt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir stehen hier am Zusammenfluss von Mosel und Rhein. Confluentes. Da kommt auch Koblenz her. Confluentes. Hier fließen Wasser zusammen. Aber diese Wasser, das sind eben keine deutschen Wasser. Es sind vom Rhein, sind es Schweizer, Liechtensteiner, Österreicher, deutsche und französische Wasser. Und von der anderen Seite, von der Mosel, sind es französische, luxemburgische, sogar ein bisschen belgische vom Hohen Venn und dann deutsche. Und alles zusammenfließt in die Niederlande. Ja, ist es da nicht naheliegend zu sagen, das ist ein europäisches Eck, das ist das Europa-Eck?